Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Wie sich das Bild des Tieres entwickelt. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Offenbarung 13, Vers 12. Damit die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild machen können, muss die religiöse Macht die Zivilregierung dermaßen beherrschen, dass die staatliche Autorität auch von der Kirche zur Erreichung ihrer eigenen Ziele benutzt werden wird. Das Bild des Tieres steht für eine Form des abgefallenen Protestantismus, die sich entwickeln wird, sobald die protestantischen Kirchen die Zivilbehörden um Hilfe bitten werden, um ihre Lehren durchzusetzen. Wenn die Sonntagsheiligung durch das staatliche Gesetz durchgesetzt wird und die Welt über die Pflicht bezüglich des echten Sabbats aufgeklärt sein wird, dann wird jeder, der Gottes Gebot übertritt, um eine Vorschrift zu beachten, die keine höhere Autorität hinter sich hat als die Roms, dadurch das Papsttum mit seinem Drum und Dran höher achten als Gott. Er ehrt damit Rom und gleichzeitig die Macht, die eine vom Rom eingesetzte Einrichtung durchsetzt. Er betet das Tier und sein Bild an. Indem die Leute dann die Einrichtung verwerfen, die Gott als Zeichen seiner Autorität bezeichnet hat, und stattdessen etwas ehren, was Rom als Zeichen seiner Oberherrschaft ausgesucht hat, werden sie dadurch das Zeichen der Treue zu Rom annehmen, das Mahlzeichen des Tieres. Erst dann, wenn die Frage den Leuten ganz klar dargelegt ist und sie vor die Wahl gestellt werden, entweder Gottes Gebote oder Menschengebote zu halten, erst dann werden alle, die mit der Übertretung fortfahren, das Mahlzeichen des Tieres erhalten. In der Frage, um die es im Kampf geht, wird die gesamte Christenheit in zwei große Lager gespalten werden. In solche, die Gottes Gebote und den Glauben Jesu halten, und solche, die das Tier und sein Bild anbeten und sein Zeichen erhalten. Obwohl Kirche und Staat ihre Macht vereinen werden, um allesamt die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven zu zwingen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, Offenbarung 13, Vers 16, wird das Volk Gottes es doch nicht annehmen. Der Prophet von Patmos sieht, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose und des Lammes. Offenbarung 15, Vers 2 und 3. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.